Ziehen wir uns Justins neues Auto noch ganz kurz rein. Das würde ich gerne noch eigentlich sehen. Let's go. Ich hab keinen Plan, was mich erwartet. Justin hat, glaube ich, gestern Geburtstag, ne? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ein ganz besonderes Video. Und zwar haben in letzter Zeit des Öfteren mal einige von euch gefragt, wann denn eine Folge Ich kaufe mein neues Traumauto kommt. Digga, der Junge hakt seine Träume so ab. Als ob öfter das so eine neue Serie wäre. Aber hätte. Wir sind tatsächlich jetzt bei Staffel 1, Folge 2. Mo offen mit am Start und vorne auch noch Victor und Jason, die uns freundlicherweise mit zurück nach Köln genommen haben, weil ich hatte die ganze Woche Peso-Shooting, 5 Tage lang, wir haben die Raws geshootet, wo ich hier schon natürlich einen wunderschönen Hoodie von anhabe. Und ja, Leute, wie kam es dazu? Ihr habt im Stream wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich überlegt habe, meinen Rolls Royce zu verkaufen. Und krass, das Ganze habe ich auch gemacht, weil mir jemand mehr dafür... Ich komme immer noch nicht darauf klar, Digga, so vor... Bro, das ist so verrückt, Mann. Keine Ahnung, Digga, vor so 8, 9 Jahren hingen wir alle zusammen Teamspeak, haben über Bad Wars Strats geredet und so einen Scheiß. Hingen alle zusammen mit Simon zusammen im TS, Alter. Justin, ganz am Anfang noch Designer gewesen. Mittlerweile, der Junge fährt Rolls Royce, hat eine der größten deutschen Fashion Brands. Und das sei ihm auch krass vergönnt, weil die Sachen, die er macht, sind wirklich stark. Das ist von der Quality her sehr stark. Er wurde anfangs dafür auch echt von vielen Leuten halt belächelt für seinen Modegrind und so, hat es konstant durchgezogen, hat sich da wirklich eine eigene Brand aufgebaut und das ist ihm auch mehr als jedem anderen da vergönnt, dass er da so erfolgreich mit ist. Geboten hat, als ich bezahlt habe. Stonks, going crazy. Jetzt habe ich ja halt meinen Range Rover. Den fahre ich jeden Tag, weil das halt auch mein einziges Auto gerade ist. Ich bin auch super zufrieden mit dem. Und ihr wisst, ich habe den Wraith verkauft mit dem Hintergrund, weil ich mir für März, April wieder einen McLaren bestellt habe, weil das einfach so ein geiles Ding war. Das hat zu mir gepasst und ich mochte es super gerne, so ein Supersportler. Und das war jetzt eigentlich auch mein Wissensstand. Dann ja, kam Rolls-Royce auf mich zu, weil wir für dieses Jahr ein bisschen was Krasses am Planen sind. Aber das dazu irgendwann einfach anders. Kooperation. Mehr. Und meinte so, Justin, mit wenn du möchtest, wir bekommen im Januar ein Cullinan zu uns, dann kannst du den gerne kaufen. Meinte ich so, ja, ist wirklich korrekt von euch, danke, dass ihr da an mich denkt. Aber ich habe ja schon ein SUV deswegen und ein Cullinan, das ist ja auch jetzt wirklich vielleicht ein bisschen over the top, sag ich mal. Kenne ich gar nicht. Und dann meinten die, ja, also ich weiß nicht, ob du über die Situation vom Cullinan Bescheid weißt, aber wir würden es an deiner Stelle machen. Und ich so, hä, wie? Habe ich mal geguckt und tatsächlich ist das vergleichbar, wie wenn mir jetzt jemand sagen würde, du kannst eine Rolex Day-Date Rosé mit grünem Blatt für Liste kaufen. Weil du kaufst sie und gehst aus dem Uhrenladen raus und hast direkt Plus gemacht. Ach, krass, weil die Uhr ist schwer zu bekommen und super krass nachgefragt. Und so ist das anscheinend auch bei dem Cullinan. Wenn du jetzt einen bestellst, kommt er in 2 bis 3 Jahren und auf mobile.de und so weiter. Also da ist wirklich geisteskranker Gewinn drin. Das heißt, ich habe mich quasi relativ spontan entschieden, ein neues Auto zu kaufen. Alright. Und deswegen, ich bin gerade noch ein bisschen verwirrt und weiß auch noch nicht, was ich sagen soll, weil das halt so spontan kam. Einfach mal so ja, aus. Ich dachte, ich nehme euch mit, weil Spontinen. Ihr dürft das natürlich nicht verpassen. Junge. Und ich weiß, ihr mögt das ja immer, wenn eine neue Folge... Kann jetzt in der Top-Level der SUVs, da weiß ihr, okay, dass der Boss mehr Luxus geht, nicht selbst bei den anderen Rolls schaut man dann in die Röhre. Okay, krass, Fabs, ich kenne das Auto haben, gar nicht. Ich habe geschätzt, dass ich mir nach dem Dubai-Trip den Urus hole, weil ich davon sehr begeistert war. Das ist auch ein geiles Auto. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei Rolls-Royce. Das wird einfach nur crazy, Leute. Ganz besonderes Auto scheinbar. Okay, wir sind jetzt da. Wilde Schnitzel an der Stelle. Rolls-Royce, den zweimal den Dawn, einmal den Ghost. Meiner ist jetzt noch nicht hier. Der steht aber oben. Ey Leute, ich bin so gespannt, das ist eigentlich... Krass, ich muss ehrlich sagen, Rolls-Royce, so ich fühle die später, nach dem Race schon, aber die sind halt so over the top, so wisst ihr, was ich meine. Playlist gut angepasst. Ja, safe. Nicht, dass es noch gesperrt wird. Meinst du wegen Musik? Ich weiß, wegen Copyright. Rolls-Royce-Bereich bei ProCar. Eben hier schon eine sehr gute Playlist auf der fetten Musikbox gelaufen. Der Cullinan ist noch unten, der wird jetzt, also versuchen den jetzt hochzufahren und ich habe den tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ne? Die sind sehr klobig, so Stim-Sniper-Kit, die sind sehr, sehr, sehr eckig und Felgen so. Ne? Ausgesucht und das ist so. Weiß aber gar nicht, was auf mich zukommt. Ich habe den nicht Probe gefahren, weil das halt alles so spontan war.
Deswegen wird das für mich jetzt eine geistige Überraschung. Ja, massive Karren, also definitiv, Mann. Ihr merkt ja schon, ich bin die ganze Zeit am Rumdrehen. Ich bin sehr aufgeregt. Okay, wir müssen jetzt doch wieder runtergehen. Der Aufzug macht, glaube ich, ein paar Faxen und wir hätten uns dann entscheiden können, den heute Abend abzuholen oder morgen oder so. Aber da war ich dann doch ein bisschen aufgeregter und wollte den jetzt direkt mitnehmen. Passt aber eigentlich ganz gut, weil hier direkt die Ausfahrt ist. Das heißt, man kann gleich direkt rausfahren. Ja, und jetzt steht das Teil da. Übertrieben fett, übertrieben riesig. Ich wäre ready. Sehr gut. Ja? Krass, Mann. Halbe Panzer, oder? Was wiegt so ein Cullinan? Wie viel PS, Chat? Gib mir ein paar Stats. Okay, was sagt ihr? Welche, von welcher Position aus sollen die? Von vorne? 2,66 Tonnen, 6 Meter lang. Boah, Junge. Dicker. Was für ein Schiff, Mann. 570 PS. Bruder. Crazy, Mann. Junge. Was für ein Auto, Alter. Diese Rims. Boah, Digga. Crazy. Junge, wenn du da mit einem reinfährst, der ist ja sofort tot, ne? Kennzeichen, ne? Das war einfach bei mir auf dem Fiesta, Junge. Also das mal hier drauf sehen darf, ist wirklich geisteskrank. Unfassbar. Digga, schönes Auto. Einfach ein geilerer GLE. Lass mal auf die Felgen angucken. Die Felgen sind ja verrückt, ne? Wir haben hier nämlich, das sieht jetzt auf dem Auto gar nicht so aus, aber wenn man das jetzt mal vergleicht, wahrscheinlich mit der Höhe zu mir so. Digga, was sind das, 24? Ja, 24. Von Mansouri. Mit dem Rolls-Royce-Logo, aber als Abdeckung drauf. Boah. Das haut mich jetzt ernst. Ja, das Suicide Doors, oder? Ich bin auch ein bisschen sprachlos. Ich mach mal die Türen jetzt auf, ja? Die gehen elektrisch auf, oder was? Ja, Mann. Digga. Ach, das ist wie ein Panzer, ne? Ey, crazy one. Guck mal, wie viel Platz du hier hast. Junge. Verrückt, Mann. Einfach verrückt. Guck mal. Du kannst hier so richtig reindrücken, meine Finger versinken so dazwischen. Oha, da sieht man doch keine Schuhe drin an, oder? Also, jeder, der hier einsteigt, bitte von meinen Freunden, ich sag's euch schon mal vorher, Schuhe ausziehen. No joke, meine ich auch. Und frische Socken bitte, ne? Mitnehmen, ganz wichtig. Hier nochmal Einstiegsleisten mit Cullinan. Wir haben das Bespoke-Audio-System. Achso, und der Cullinan, so. Der hat auch digitales Display vorne. Das war beim Wraith nicht so. Also natürlich, der hier darf auch nicht fehlen. Der Regenschirm, ganz wichtig. Wir haben hier, wie immer, einen Regenschirm für schlechtes Wetter, was in Deutschland natürlich ein Essential ist. Ganz cool. Die Junge, der ist immer drin. Ja, aber ist bei Rolls-Royce immer so. Ja, safe. Ey, ganz dumm, aber ich würde gerne wissen, wie groß der Kofferraum ist. Natürlich. Achso, die gehen automatisch zu, okay. Ey, wie krank ist das bitte? Ich realisiere das gar nicht. Weil ich hatte jetzt nicht so, bei dem Raid habe ich mir den so bestellt und hatte so voll lange Vorfreude da drauf. Und das hier ging so schnell, ich check noch gar nicht, dass ich jetzt mit dem gleich nach Hause fahren kann. Ich will aber jetzt echt sehen, wie groß der Kofferraum ist, no joke. Also, kurz von hinten muss man den natürlich auch nochmal auf jeden Fall mitnehmen. Guckt euch das mal. Boah, von hinten fühle ich den jetzt nicht so, oder? An, Junge, wie also. Der sieht sehr, sehr britisch aus. Ja, der aussieht so geil. So geil. Machen wir so ein bisschen so von hinten, von der Seite nach da. Alter. Ich nehme das mal hier kurz und selber in die Hand. Das ist auch ein Auto, was du halt sonst nie siehst, ne? Was für Felgen sind auch. Der könnte auch von hinten Cayenne sein, ne? Und so. Ey, wirklich ganz, ganz krank. Oder? Wirklich ganz krank. Die denn nicht auch so den Kofferraum auf? Fiat von hinten. Punto oder was mäßig. Oha. Oh, das ist geil. Einfach Doppelklappe. Suicide-Kofferraum. Suicide-Kofferraum. So crazy. Yes, Bro, wie heftig ist das bitte? Oh Mann, Leute, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich weiß Junge, Junge, sagen Junge. Fake-Taxi-Content. Also, dass man sich so ein... Das ist einfach... Ihr merkt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Krank. Jetzt hier drauf. Gönn ich dem trotzdem nicht. Ach, raus mit dir, Digga. Der Handknopf dafür. Ja. Oha, okay. Jetzt auf der rechten Seite kannst du den Bildschirm rausfahren. Den kannst du jetzt auch per Touch bedienen. Per Touch? Ja.
Also kann ich jetzt hier quasi 1Live Digi einfach anmachen? Genau. Oder du kannst super. Hier ins Menü gehen und dann hast du hier im Prinzip die ganzen Menüpunkte, die du auch vorne hättest. Achso, mein Fahrzeug? Genau. Okay, das heißt, ich könnte von hier hinten auch die Musik ändern, oder was? Ja. Stressig, Mann. Stressig, Digga. Meine Kollegen würden nur Scheiße bauen. Ja, das also kann ich aber ausschalten. Du kannst die Musik immer darüber steuern. Du kannst halt die Kindersicherung anmachen. Und wenn du die Kindersicherung anmachst, kann man das nicht mehr bedienen. Okay. Jason? Hm? Ich wollte es gerade sagen, ich hab's vergriffen. Ja, okay. Geil, Mann. Nur ansonsten... 18 Kilometer. Dieses UI, ja, Digga, das verstehe ich auch nicht. Also, keine Ahnung, immer ganz schön und geil, so was die machen. Die Autos sind krank, aber so das Benutzerinterface, Digga, boah, da kann Tesla schon einiges mehr, oder? Wir laufen. Einfach neu. Das ist so geisteskrank. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wenn der Sitz schon mal ein bisschen zu schräg ist, ja, dann geht der Tisch nicht raus. Ah, schon mal okay. Rufen Kunden an und sagen, könnte das kaputt sein oder so, dann sagen wir, machen Sie die Lehne ein bisschen steiler und dann geht's. Nee, ich sitze eigentlich immer relativ gerade. Ja, also wenn mal jemand fährt oder auf dem Beifahrersitz sitzt, wo die Lehne sehr weit im Liegesitz ist, dann gehen die Tische nicht raus, ne? Boah, hier wird ein McDonald's so aus. Auch hier so gespiegeltes Holz, das ist ganz cool, ja. Das ist der Stamm damit aufgeschnitten. Die Teile sind zum Beispiel hier. Boah, hör mal. Boah, krass. Das ist so. Das ist schwer, ne? Ja, das ist Metall. Metall. Krank. Krank. Krass. Bro, das ist wie so eine Yachtbedienung. No joke. Ja. Krass. Ah, okay. Krass. Und, erst Eindruck? Carporn oder sowas? Das ist geisteskrank. Also, ich hatte ja, war ja schon vom Wraith so ein paar Sachen. Imagine, du arbeitest bei BMW, kommst du professionell auf 120k im Jahr und dann kommt ein Mitte 20er rum und kauft einen Wagen mit einem Basispreis von 330.000 Euro, der komplett limitiert ist, ja. Gewohnt, aber das ist... Der müsste auch sehr sicher sein bei einem Unfall, oder? Das ist Ad-Level, man. Ja. Ganz crazy. Bisschen surreal alles, ja. Muss ich ehrlich sagen. Naja. Aber es hat auch noch ein neues Feature, also du kannst zum einen die Tür halt so manuell schließen, aber wenn du hier stimmt, das willst, dann kannst du es schließen. Krass. Junge. Aber selber fahren muss ich schon noch, ne? Ja. Okay, geil, sehr, sehr krass. Vielen Dank euch, ne? Crazy, okay, und wenn der den jetzt hat, also für was kann er den jetzt quasi weiterverkaufen, so wie ist es? Also wenn der jetzt 330k kostet, sagen wir mit der Ausstattung vielleicht so 380.000, wie viel, also direkt für Kaufwert oder direkt für mehr auch? Ich hab da nicht überhaupt die Möglichkeit bekommen. Gerne. 400 bis 600k, boah, 450k Minimum. Ja, ich weiß nicht, also wenn ihr das sagt, ein Fünfer, entspannend. Ja, okay, Digga. Das ist schon so ein Narcos-Shit, ne? Das ist f***ing Narcos-Shit, Mann. Digga. Da ist jetzt Don Pablo drin eigentlich. Es gehen schon welche für 500.000 über den Tisch. Halbe Mio. Ey, Bro. Da sagt Hafen, denn der Wagen kostet eine Viertelmill. Der Bro fährt eine halbe Mio spazieren. Das sieht von außen aus. Komm. Ey, zu krass, Mann. Merkst du, wir fahren über irgendwelche Sachen drüber? Ne. Du merkst nichts? Das aus. Merkst du, wir fahren über irgendwelche Sachen drüber? Du merkst es nicht. So ist leise, Bro. Also, was heißt leise? Das Auto hat ein V12. Von außen hörst du das, aber von innen. Digga, ein V12, ja. Was? Wie viel Imagine Kilo? Getting a V12 in 2022. Dämmmaterial war hier drin. Also, ich glaube, 100, 200 Kilo oder so. Ich weiß leider du nicht. Du hast nix. Ja. Das ist so low-key gepanzert. Vom Vibe her. Schon fast gefährlich leise, muss man sagen. Ja, wirklich fast gefährlich leise. Das ist, als ob du in einem Elektroauto sitzt. vom Vibe her. Ey, Leute, das krass, ist so krass, surreal. Krass, krass. Einfach in so einem Cullinan zu sitzen. So von, wenn ich jetzt auf die Straße gucke, könnte ich so denken, ja, von der Höhe her, ich bin in meinem Range. Aber wenn man sich dann so hier drin umguckt, dann denkst du so, Bro, was ist hier gerade los? Ey, also wirklich, das ist geisteskrank. Ja, aber auch wenn es halt ein geiles Investment ist, umso besser, ne? Also V12, der macht halt schon seine 23 Liter auf 100 Kilometer. Ja, also wie gesagt, Leute, ich wäre niemals auf die Idee. Bei einem Cullinan kann man eine 2-Euro-Münze auf die Motorhaube stellen, ohne dass sie umfallen wird beim Fahren, weil die Federung so gut ist. Okay, krass. Kann man denn so ein Cullinan actually auch Offroad fahren? Also wäre das jetzt auch ein Fahrzeug? Ich meine, das würde niemand machen so. Aber könnte man einen Cullinan Offroad fahren? Weil ich habe ja auch einen GLE 53, den Coupé. Und den bin ich ja schon Offroad so ein bisschen gefahren, so mäßig und so. Der hat ja auch einen Sandfahrmodus und sowas. Aber fährt man ja nicht Offroad. Okay, also der ist auch actually für Offroad gemacht. Der ist nicht so auf Offroad gebaut. Das ist jetzt nicht so wie, keine Ahnung, Nissan Kasha.
Qashqai irgendwo, wo man so denkt, so, ah, okay, es ist ein Offroad-Fahrzeug, ist es halt überhaupt nicht. Oder ein Tiguan oder so, sondern das ist schon auch ein Offroad-fähiges Fahrzeug, ja? Hier kommen wir einen Cullinan zu kaufen, weil erstens ist der schweineteuer. Zweitens, wofür brauche ich das so? Ich brauche den jetzt theoretisch nicht. Wenn man jetzt mal so ehrlich geschäftlich denkt, dann wäre das auch wirklich dumm, den nicht mitzunehmen. Aber ey, ist das nicht irgendwie kacke für die Umwelt oder so? Nee, der fährt damit nur Kurzstrecken, alles gut. Und in der Stadt. Nehmen, weil... Der hat ja auch Start-Stopp-Automatik, alles gut. Heute, du zahlst Strafzinsen, du hast Inflation und so weiter. Wenn du dann dein Geld in irgendwas legen kannst, ja, das ist schon, was sicher steigt, wo du... Das ist schon, sag ich mal, investmentmäßig ist das schon smart. Und ich meine, das ist ja ein Investment, was du nutzt und wovon du auch was hast. Also du hast selten was, was du verbrauchst, kilometermäßig was aufbaust und dann halt da halt irgendwie noch ein Gain mitmachst. Das ist schon verrückt. Sicher Profit mitnimmst, so, dann finde ich, kann man das eigentlich... machen, oder? Ja, man kann es natürlich relativieren, aber so, da hat er schon einen Punkt. Also das macht schon Sinn. Definitiv. Ja, ne? Ja, jetzt fahre ich hier mit dem Cullinan rum, Bro. Eigentlich muss ich mal ein Video machen, wo ich nochmal, verstehe ich hier einen Sitz? Ja. Wie ich so Peso-Pakete ausfahre und dann nehme ich nochmal ein paar Leute hier mit. Ja, und safe. Ich mal machen demnächst. Ja, okay, nice, Bro. Ich würde auch kurz mitfahren. Ich ziehe auch Schuhe aus, kein Ding. Ja, 24 Zoll. Wie behindert ist das eigentlich? Ganz krank. Und der zieht aber auch gut, ne? So, ich habe jetzt nicht, ja, ist nur so angezogen. 12 halt drin, ne? Den musst du halt noch, glaube ich, gut einfahren, wa? Wie viel PS hat der? 570 oder so? Ich kann sein. 570, ja. Oh, entspannt. Bei einem V12 ja gar nicht so viel eigentlich. Aber der geht mehr ab als der Wraith, weil der 570 mehr Newtonmeter hat, haben die gesagt. Muss man ja auch sagen, 570 PS, sage ich mal, bei 2,66 Tonnen ist schon krass. Was hat der von 0 auf 100? Let's Fabs, sag's mir. Ein Fahrgefühl? Krank. Was soll ich dir sagen? Vergleichbar mit dem Wraith, also... Nee, schon geiler als der Wraith, weil ich habe mich durch diese SUV... Also, ich sitze ungern tief, außer du bist halt ein Supersportler. Und wenn ich ein Auto habe, was höher... 5 Sekunden von 0 auf 100, okay, krass. Okay, das ist ja doch gar nicht so schnell, ne, bei einem V12. Aber gut, es ist halt ein Panzer, das ist ja auch kein Sportwagen, ne? Ja, ist das schon geil, weil du kannst so alles überblicken. Das Auto ist auch ernst übersichtlich, muss ich sagen. Und das hat einen kleineren Wendekreis als der Wraith. Weil der auch Hinterachslenkung hat. Boah, das hatte ich bei mir im GT 63 auch drin, dem AMG. Der hat auch Hinterrad eingelenkt und ich konnte den halt in jede Parklücke reinpacken. Das war so krass. Also der war ja auch 3,1 Sekunden 0 auf 100. Komplette Maschine, das Auto, wirklich. Das ist ja kein sportlicher V12, sondern auf Laufruhe und so ausgelegt. Ja, eben. Hat jemand Verbrauch von dem? Schwer und null wünsche ich halt. Ich fahre gerade einen GLE 53 AMG Coupé. Ist ein bisschen langsamer auf jeden Fall als mein GT. Ich bin aber auch damit sehr zufrieden, weil A, Spritkosten, also wirklich im Durchschnitt 10 bis 12 Liter, echt okay. Und trotzdem verbläst er noch auf der Autobahn, wenn man Bock hat schon. Also das ist schon in Ordnung. Nee, ich lease alles. 15 Liter. Ja, das ist, also 15 Liter angegeben ist sportlich, weil mein GT hatte auch 12 Liter angegeben. Aber 12 Liter verbraucht mein GT auf jeden Fall nicht. Der verbraucht so 18 bis 20 Liter, wenn ich ehrlich bin. Wenn man den auch mal ein bisschen tritt und sportlich fährt, was man auch will bei so einem Auto. Deshalb, der wird hier sicherlich auch auf seine 20 Liter kommen dann, ne? Aber das ist dann auch okay für einen V12, glaube ich, ne? Kommt natürlich sehr gepflegt auch hier. Aber ich glaube, der ist... Ja, Digga, wo haben die denn 15 Liter her? Mit Zero Gegenwind in einem Vakuum oder was? Meter lang? Ist auf jeden Fall ein Schiff, Mann. Ja, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, Parkplatz kann natürlich sehr... Ja, Bro, brauchst du Tiefgarage. Was das Ding ist, bei so großen Felgen, das habe ich beim GT gehabt. Beim GT hatte ich ständig das Problem, dass meine Felgen zerkratzt sind, weil die stehen halt so ein Stück raus. Und das habe ich jetzt beim GLE nicht mehr. Die sind innenstehend, die Reifen lappen ein bisschen drüber und man hat auch besseren Einschlagewinkel mittlerweile, weil das Auto nicht so breit ist. Das ist schon ganz gut. Mein nächstes Auto wird im besten Fall ein Tesla Roadster. Ich möchte einen Tesla Roadster haben, Chat. 250k. Aber ich habe Bock auf ein sehr sportliches Elektroauto. Das geilste Elektroauto der Welt. Aber oder ein Taycan. Mal schauen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns am Ende noch gleich mit einem kleinen Schlusswort und wir fahren jetzt mal ein bisschen Probe, weil ich bin den Wagen noch nie gefahren. Ne? Ja, let's go. Einfach gekoppt. Leute, ich bin wieder zu Hause. Ich habe noch ein, zwei Ründchen gedreht. Ich schwöre, er hat einfach ähnliche Lampe wie ich hier oben. Mit meinen Freunden, es ist immer noch so surreal. Und ich wollte mich bedanken, dass ihr das Video bis hierhin geguckt habt. Ich wollte mich entschuldigen, dass die Soundqualität nicht so krass war. Nicht so aufwendige Schnitte da drin waren, weil ich das Ganze an meinem Handy schneiden musste. Nicht angeschaut, extra. Weil mein PC die Dateien irgendwie nicht erkannt hat, deswegen ja, habe ich das natürlich. Ja, so eine Felge vom Rolls, was kostet die? Ich habe mein Handy nochmal zurecht gecuttet. Ich hoffe, ihr konntet es trotzdem genießen. Und Leute, ich wollte einfach nochmal am Ende sagen, dass ihr wissen sollt, wie unfassbar dankbar ich für das alles korrekt. Bin. Sei ihm alles gegönnt bei Gott, der hat seinen Weg gemacht, geworden, der hat alles richtig gemacht. Heute. Der hat es auf jeden Fall verdient, Mann. Ich habe mir einen Cullinan holen dürfen. Das ist wirklich more than nicht normal. Well deserved. Kuss geht raus, mein Bruder. Hab damit auf jeden Fall ganz viel Spaß und eine sehr, sehr gute Zeit.